Ein Mord in den frühen Morgenstunden erschüttert eine ruhige Stadt in Florida. Es war einer der blutigsten Tatorte, die ich je gesehen habe. Wurde hier ein Einbrecher überrascht oder war es eine persönliche Abrechnung? Die Tatsache, dass der Täter zwei verschiedene Waffen dabei hatte, gibt Aufschlüsse über seine Absicht. In der Notrufzentrale meldet sich eine verstörte Frau. Ihre Nachbarin sei zu ihr gekommen, mit durchgeschnittener Kehle. Ich erhielt gegen 3 Uhr morgens einen Anruf von der Zentrale. Ein Überfall im Haus von Keith und Anita Young. Die Youngs sind ein junges Paar, das mit seinen Kindern in Largo, Florida lebt. Largo Police! Mrs. Young hat mehrere Verletzungen erlitten und ihre Kehle war aufgeschlitzt. Anita Young überlebt den Angriff, aber ihr Ehemann Keith hat nicht so viel Glück. Mr. Young wurde mit mehreren Stichwunden im Schlafzimmer aufgefunden. Er war tot. 3 ihrer Kinder waren während des Überfalls zu Hause. Doch erstaunlicherweise blieben sie unverletzt. Die Jagd nach dem Mörder beginnt. Polizisten befragen die Nachbarn, ob sie etwas beobachtet haben. Spürhundeinheiten versuchen, die Fährte aufzunehmen. Offenbar ist er da lang gekommen. Fangt dort an. Doch sie finden nichts. Der Mörder ist fürs Erste entkommen. Sergeant Mike Short von der Polizeidirektion Largo leitet die Ermittlungen. Er befragt das überlebende Opfer. Hey. Wie geht es ihr? Kann ich mit ihr sprechen? Hey, Anita. Anita Young erzählte uns, dass sie und ihr Mann im Schlafzimmer schliefen, als plötzlich ein maskierter Mann über ihr stand und sie spürte, wie ein Messer ihre Kehle durchschnitt. Sie weckte ihren Mann und es kam zu einem Kampf in der Diele vor dem Schlafzimmer. Anita ging zum Telefon, um die Notrufnummer zu wählen, aber die Leitung war tot. Dann floh sie zum Nachbarhaus, wo schließlich 911 gewählt wurde. Das Opfer wird ins Krankenhaus gebracht und die Ermittler suchen das Haus nach Spuren ab. Ich ging ins Haus, um den Tatort zu inspizieren. Ich sah Spuren eines heftigen Kampfs an der Schlafzimmertür. Die Wände und die Tür waren mit Blut bespritzt. Es war ein furchtbarer Kampf. Ohne Zweifel hat Keith Young bis zum letzten Atemzug gekämpft. Der Kriminaltechniker Corey Monaghan beginnt, die Spuren zu untersuchen. Nachdem ich im Haus war, machte ich Fotos vom Schlafzimmer, in dem der Angriff stattfand. Ich sammelte auch Fingerabdrücke und Blutproben. Das Blut wurde zur DNS-Untersuchung geschickt. Er verwendet eine Luma-Leitlampe, um nach Fasern und Haaren rund um die Leiche zu suchen. Außen am Haus machen die Ermittler eine aufschlussreiche Entdeckung. Die Telefonleitungen sind durchgeschnitten worden.